Die Regierung Kurz hatte in den vergangenen Monaten genau einen Job, einen einzigen Job, und zwar einen zweiten harten Lockdown zu verhindern. Und dass das möglich ist, das zeigen ganz viele andere Nachbarländer auch um Österreich herum. Wir sind weit weg davon, am besten durch die Krise gekommen zu sein, sondern wir sind mit den Zahlen von heute, wobei die Zahlen von heute nicht da sind, das ist schon ein Teil des Problems, tatsächlich an der Weltspitze angekommen. Diese Regierung hat versagt. Sie haben genau diesen Job nicht gemacht. Seit dem Sommer, nein, eigentlich schon früher, seit dem Wiedereröffnen von Schulen beispielsweise, haben wir darauf hingewiesen, was zu tun ist, um einen neuerlichen Lockdown zu verhindern. Seit dem Sommer machen wir darauf aufmerksam, dass die Kapazitäten, was Testungen, rasche Ergebnisse, aber auch Kontaktnachverfolgungen sind, zu wenig sind. Seit dem Sommer machen wir darauf aufmerksam, dass es vor allem darum geht, die Mitwirkung der Bevölkerung zu bekommen, bei Maßnahmen und einen Weg zu finden, der das Infektionsgeschehen eindämmt, ohne aber die Wirtschaft komplett lahmzulegen, was jetzt passiert, ohne die Gesellschaft so massiv zu schädigen und ohne in die Bildung so eingreifen zu müssen, wie das jetzt der Fall ist. Wir wissen seit dem Sommer, dass das mit den raschen Tests und Ergebnissen nicht funktioniert, dass die Testzahlen wahrscheinlich auch zu wenig sind. Wir wissen seit Wochen, dass die Kontaktnachverfolgung nicht funktioniert, und das muss aber funktionieren. Und wir wissen seit einigen Tagen, dass Behörden selbst nicht mehr nachkommen bei den Ausstellen von Absonderungsbescheiden. Ich werde am Schluss auch sagen, warum das so wichtig ist, weil ich sage Ihnen auch eines ganz klar jetzt und hier: Wir werden alles daran setzen, einen dritten Lockdown zu verhindern im Februar. Und das bedeutet, dass die Regierung einen Job hat, wieder zu tun, und zwar ab Montag. Ich möchte an dieser Stelle eines auch sagen: Es geht nicht ohne Eigenverantwortung. An alle die schreiben, Eigenverantwortung sei gescheitert, nichts geht im Leben. Auch das nicht ohne Eigenverantwortung. Und ich appelliere ganz entschieden daran, dass jetzt jede und jeder von uns die Verantwortung übernimmt, auch entsprechend sich nicht nur an die Maßnahmen zu halten, sondern auch risikobewusst zu agieren. Es sind aber auch Millionen von Österreichern, die das tun seit Monaten. Und auch die zahlen jetzt die Bresche. Ich appelliere aber auch an den Vollzug. Wir haben schon Ausgangsbeschränkungen, die massiv eingreifen, und es sind weitere geplant. Eine ganz entscheidende Frage wird sein, wie der Vollzug hier gehandhabt wird. Wird es so sein, dass wir untertags von der Polizei aufgehalten werden, jeder junge Mensch aufgehalten wird und glaubhaft machen muss und erklären muss, zu welchem Freund er geht oder sie geht, und ob das jetzt tatsächlich so ist, dass er oder sie mit diesem Freund oder dieser Freundin normalerweise mehrmals wöchentlich Kontakt hat. Es ist eine Frage auch des Anstands, wie wir hier jetzt in einen vertrauensvollen Vollzug kommen, was diese harten Maßnahmen angeht. Da wir immer gesagt haben, das Ziel ist es, die Schulen offen zu halten, wären wir sogar bereit, im Hauptausschuss morgen diese drastischen Maßnahmen mitzutragen, unter der Bedingung, dass die Schulen offen bleiben. Ich kann Ihnen nicht sagen, genau was mit den Schulen sein wird, aber ich kann Ihnen genau sagen, dass ein Ende des Regelunterrichts für uns ein Ende der Bildung und damit des Grundrechts auf Bildung für alle Kinder in Österreich bedeutet. Die Kinder dort in die Betreuung geben zu können, ist kein adäquater Ersatz für einen Unterricht, der wirklich den Kindern auch den Lehrstoff vermittelt und auch die sozialen Kontakte ermöglicht, die so dringend notwendig sind. Dass diese Regelungen eine Katastrophe sind für Unternehmerinnen und Unternehmer, die geplant sind, das ist völlig klar. Dass das massive wirtschaftliche Auswirkungen haben wird und einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit, ist auch klar. Wir haben mittlerweile eine Situation, verursacht von der Regierung, die uns Einbrüche in der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt bescheren werden, die uns wahrscheinlich nicht nur über Monate, sondern über Jahre, wenn nicht sogar bis in die nächste Generation hinaus, beschäftigen werden.